Oh, Zevonex Prime. Yay, es gibt einen neuen Warframe. Ach nein, er ist subscribed to our channel. Kriege ich den jetzt als Prime Frame? Was? Es hat uns jemand abonniert? Ja, es hat uns jemand abonniert. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Video. Wir sind faule Säcke und deswegen gibt es jetzt Update 17.0.1 bis 17.4.2 und nicht lauter einzelne Videos. That's how we do it. Yes! Ah ja, ich bin dabei. Hallo. Ja, und der Dreck sagt auch schon wieder. Der Manu, sein Name steht eh über seinem Kopf. Aber ja. Meiner nicht. Kann ich meinen Namen auch einblenden lassen? Das ist doch scheißegal. Ich habe hier deinen Namen, das reicht. Ja, aber den sieht man ja nicht. Ernsthaft? Und dann wir muss ich erwähnen, wer ich so bin. Verkacken, wenn wir uns jetzt nicht beeilen. Also gut, ja, ich bin auch dabei. Und zwar gab's das Lotus-Herz-Siegel für irgendwie ein Credit oder so. Oh Gott, nein. Siehst du das? Ich hab mitgedacht. Ah! Toll! Und jetzt verteidige deinen Turm. Weißt du, wir verlieren schon wieder viel zu viel. Ja, die Grineomanics haben sie festgestellt, waren doch ein bisschen knackig. Und deswegen haben die jetzt einen kleinen Nerf bekommen. Die sind jetzt langsamer, teleportieren sich nicht ganz so oft und haben keine Lebensregeneration mehr. Danke! Dann gibt's so eine kleine Cam, ferner Beobachter, kann man um Ecken glübschen. Und die habe ich professionellerweise doch vergessen. Könnt ihr euch im Shop kaufen. Viel Spaß dabei. Aber der Manu hat eine dabei. Ja, habe ich. Ich habe es dir 5-mal vor dem scheiß Video gesagt. Und ich habe 5-mal geantwortet, dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst. Was? Hä? Egal. Ich muss man nicht verstehen. Jedenfalls könnt ihr die halt so auf einer Stelle aufstellen, wo auch immer ihr hinzielt. Und die filmt euch dann beim Rumtag. Ist absolut unpraktisch. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen sollte. Aber gut, viel Spaß damit. Das. Dann Lex Prime, Buff of Doom. Diese verursacht jetzt 150... Hey, weißt du was? Ich habe sogar die Lex Prime dabei. Boah, nein. Doch. Geil. Aber ich bin unsichtbar. Die verursacht jetzt 150 anstatt 85 Schaden, also eine ganze Menge mehr. Hat eine 25%ige Statuschance anstatt einer 20%igen, also plus 5%. Dasselbe für die Crit-Chance, 25 anstatt 20. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben das in irgendeinem Video schon mal gezeigt. Ich habe auch voll das Gefühl, wahrscheinlich haben wir das Video jetzt zweimal auf dem Kanal oder so. Egal. Egal, Doppelklicks. Hoffentlich ist eins davon professionell. Innen. Dieses ist es nicht. Dann gibt's eine große Ladung von PvP-Veränderungen, da kein Schwein PvP spielt, wir zumindest nicht. Und ja, man kann alles verallgemeinern, was ich nicht tue. Oder was ich nicht tue. Nein, weil wenn's ich tue, dann zählt halt meins. Achso, okay. Ja, aber meins zählt. Ich glaube, wir haben da irgendwie so einen Link unten Ding. Könnt ihr einfach einklicken. Alter, das sind ungefähr 50 Links. Klickt euch da mal durch, wenn euch PvP interessiert. Aber das wären so viele Veränderungen, dass das Video ungefähr doppelt so lang wäre. Glaubt mir, es ist eh schon lang genug. Ihr werdet es nicht durchhalten mit uns. Keine Chance. Nie. Dafür werden wir sorgen. Wir werden das nicht durchhalten mit den Gegnern hier. Ich bin unsichtbar. Ja, ich nicht. Tja, Anfänger. Ja, egal. Physical Based Rendering, PBR, ist eben so, dass Sachen ausschauen, wie sie in Real Life ausschauen. Metall wie Metall und Kokage. Das gibt's jetzt Manu, auch. Komm mal her, dann können wir das mal zeigen. Ah, du hast Loki Prime dabei. Schau mal, schau mal. Ich glaube, das stimmt nicht, weil Manus Kopf sieht nicht aus wie Holz. Ich glaube, der ist kaputt. Da müssen sie nochmal nachbessern. Spalter. Ne? Manchmal ist mit dem Rechtkasten ein bisschen auf den Manchmal, ja. Ja, gibt's jetzt für Loki, Loki Prime und alle von Loki oder Loki's Prime, Loki Primes Helmen. Und außerdem kann man jetzt die Farbe von Loki's Gold verändern, von Loki Primes Gold. Echt? Kann man? Kann man. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Tja, jetzt weißt du es. Oh doch, weiß ich. Das ist schon lange, das ist schon alt. Ja, das Video ist auch sau alt. Also der Inhalt. Dann Tilraga teleportiert sich nun noch häufiger. Yay.
Witzig. Sie haben gesagt, das soll noch ein bisschen mehr Verwirrung stiften, weil die bisherige nicht reicht. Genau. Ja, ich fand's schon, mir war das schon so ein bisschen zu komplex, aber Spaß macht. Stehlender Schwarm, die Augment-Mod für Hydroid war das, wurde ein bisschen verändert. Es war ein Buff, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Naja, nicht ganz. Die Fähigkeitsstärke beeinflusst jetzt nicht mehr die Droprate. Das heißt, die bleibt jetzt immer gleich. Sie wird sich nicht verändern, nur weil ihr mehr Fähigkeitsstärke drauf habt. Ich denke, das war eigentlich selbstverständlich, oder? Eigentlich ja. Eigentlich scheißegal. Und es reicht jetzt einfach, wenn die Gegner von den Tentakeln gehalten werden und dann zum Beispiel von Sarahs Ulti umgebracht werden oder mit einer Soma durchlöchert werden, von einem Paris an die Wand gespießt werden, irgendwas in die Richtung, scheißegal. Dann droppen sie automatisch mehr Loot. Sie müssen jetzt aber nicht mehr durch stehender Schwarm getötet werden. Dann das gierige Sog-Augment für Mac, weil es ja nicht schon genug genervt wurde, zieht jetzt auch keine Syndikatsmedaillons mehr an. Yay, dürfen wir den Scheiß jetzt auch noch suchen. Ich sagen, auf die Idee bin ich nicht mal gekommen, dass es geht. Auch nicht. Das ist ja... Ich hätte aber nicht gedacht, jetzt das geht's eh nicht mehr. Also ja, jetzt ist eh egal. Aber das wäre immer als Fuck gewesen. Mhm. Der Chester Kubro, haben wir den auch schon mal erwähnt? Wir haben den bestimmt schon mal erwähnt. Bringt jetzt... Ganz oft sogar. Bringt jetzt halt nicht mehr nur noch einen Gegenstand, sondern gleich eine ganze Reihe an Gegenständen, was er halt eben so um euch rum findet. Kommt dadurch also näher an den Carrier ran und ist um einiges geiler. Ziele, welche von Equinox schlafen gelegt werden, sind nun unverwundbar bis zum Erwachen. Was soll denn der Scheiß eigentlich? Ich hab das probiert, das stimmt irgendwie nicht. Was macht denn das für einen Sinn? Ich schlaf sie doch ein, um sie zu töten. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Ich hab das auf jeden Fall kopiert und es hat absolut nichts geändert. Und wenn Boah jetzt nicht bald seine Schnatter hält hier, ne? Boah, jetzt Maul, wir wollen weitermachen. Mal. Echt so. Mann. Also, ignoriert das einfach. Das stand zwar drin, wurde vielleicht wieder behoben oder sonst was, aber das ist derzeit nicht so. Die Gratler, welche auch in einem vorherigen Update, ich glaube das war 17, eingefügt wurde, ja, hat anscheinend mal bei den Explosionen keinen Schaden verursacht. Das macht sie jetzt. Das heißt, Flächenschaden auf Doom. Macht ziemlich viel Spaß auf Uranus. Das zeigen wir euch mal noch. Sie hat jetzt außerdem 60 Schuss im Magazin. Im Magazin. Den vorherigen 250 Schuss. Alter, dieser Bug schon wieder. Das ist einfach nicht verdeckt. Toll. Das ist überhaupt nicht toll. Die Waffe ist einfach immer leer. Ja, wenn man Christoph heißt schon. Außerdem verursacht die Waffe jetzt Durchschlag anstatt Magnetismus. Danke. Wirklich vielen Dank. Wieso sollte eine scheiß Flakkanone Magnetismus verursachen? Das macht einfach in seinem gründesten Grund einen Sinn. Also, weil natürlich... Ja gut. Because reasons. Vielleicht noch Explosion, aber Durchschlag ist schon mal ein Anfang. Das kann ich schon mal mitleben. Und ja, die Explosion, die sie verursacht, wurde jetzt auch noch um einiges vergrößert, weil es geil ist. Yay. Frost. Kennt es ja, ihr habt jetzt 4 Schneekugeln irgendwo rumstehen. Bisschen im Weg. Bisschen sehr im Weg, aber da sie keine Time mehr haben, gehen die ums Verrecken auch nicht weg, wenn die Gegner zu blöd sind, drauf zu schießen. Sie sind zu blöd, drauf zu schießen. Die sind richtig zu blöd, drauf zu schießen. Außer die um den Pott, die ist natürlich immer down. Logisch. Ja, da könnt ihr jetzt einfach mit eurer ersten Fähigkeit drauf schießen und dann ist das Teil wieder weg. Funktioniert allerdings nur bei euren Kugeln, das heißt, wenn ihr einen behinderten Frost im Team habt, der seine Kugeln nicht auflöst, dann bleiben die leider immer noch da. Ja, könnte man so schön trollen. So schön. Oh ja. Und ich glaube, das macht sogar einen Knockdown, wenn ich mich recht entsinne. Das könnte. Das heißt, es hat sogar irgendeinen Effekt, das heißt, man kann das sogar praktisch nutzen, ich finde das geil. Auf jeden Fall, Gegner, die jetzt in der Luft eingefroren werden, sind nicht instant tot, sondern fallen halt bloß noch runter und ich dachte, so war das von Anfang an eh mal gedacht. Ich konnte mich auch nicht entsinnen, dass es jemals anders war. Nee, es war nie geplant, glaube ich, denen einen Insta-Tod zu geben. Ja, glaube ich auch. Oder war vielleicht geplant und jetzt doch zu Imba. Auf jeden Fall geht das jetzt nicht mehr. Verstehe ich auch. Und das irgendwie an die Wand hauen funktioniert auch nicht mehr so gut. Vielleicht ist damit das gemeint. Ich habe doch keine Ahnung. Es ist nicht in der Luft einfrieren. Ja. Egal. Es ist kurzzeitig in der Luft, wenn sie eingefroren sind. Ist ja egal. Natürlich wurde mit Update von bis auch viel an den visuellen Dingern rumgeschraubt.
Einfach, dass Warframe noch besser ausschaut. Das heißt noch besser, einfach besser. Und die liste ich jetzt hier einfach mal so ein halbwegs auf. Ich habe die mal so ein bisschen zusammengetragen. Und zwar sehen Banshees Fähigkeiten jetzt besser aus. Yay. Feuerläufer und toxischer Flug haben hier jetzt passend zu den elementaren Effekte. Das muss ich mir direkt mal anschauen, das ist eigentlich geil. Außerdem sieht es jetzt epischer aus, wenn man Kubro-Eier aufhebt. Das sind diese. Wieso will ich Kubro-Eier erklären? Das ist egal. Die Strahlen der Phage sehen jetzt nicht mehr aus wie rosa grapschende Tentakel. Sondern irgendwie besser. Ich weiß ja nicht, vielleicht sehen sie jetzt noch mehr aus wie rosa grapschende Tentakel. Ich hab's ja immer noch nicht angeschaut. Stimmt. Lauter Sachen, die wir machen sollten eigentlich. Mhm. Ja. Warbands Fähigkeiten sehen auch besser aus. Alter, das hätten wir uns alles mal vom Video anschauen sollen. Nee. Wir wollen ja nicht alles spoilern. Das genau. Dürfen sich dann die bisschen Zuschauer. Was müsst ihr ja auch selber machen. Genau. Weil das sieht ist besser aus. Wir haben uns angeschaut, dass das besser ausschaut. Eben. Genau. Und die Synoid Simulor. Also das ist die Simulor von Cephalon Suda. Die andere Kackwaffe. Die sieht jetzt auch irgendwie besser aus. Die Kugeln und wahrscheinlich auch der ganze andere Rand. Ja. Dann zu den Türen auf Korpusschiffen. Ihr kennt es ja. Ihr lauft auf eine Tür zu. Dunk. 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 Ja, die öffnen sich jetzt halt. Nach zweimal Dunk schon. Also schneller. Die zweimal Dunk schafft man aber, glaube ich, jetzt nur noch mit Vault Prime. Ihr kennt das lästige Problem. Irgend so ein Scheiß Bursa haut euch ein Nullfeld ins Gesicht, aber rund um euch rum stehen Gegner, weswegen ihr nicht rollen könnt. Ich glaube, das Problem hatte ich noch nie. Egal. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt einfach so Butz Bullet jumpen. Sag mal kurz bitte. Bitteschön, ich bin zwar unsichtbar, aber... Ja, ich denke, ihr versteht das Prinzip dahinter. Und weg sind die lästigen kleinen Plagegeister. Ihr landet dann nur unten in der liegenden Kugel, steht trotzdem im Gegner und seid immer noch von diesem Nullfeld umringt. Aber es klebt nicht mehr an euch. Und wenn ihr die Gegner mal wegbekommt, dann seid ihr frei vom Nullfeld. Gilt natürlich auch für diese kleinen Roller-Dinger und für alles, was irgendwie an euch dran klebt. Diese infizierten Geschlonze da. Gilt es auch für die Nullfeldkugeln, die an euch kleben? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Das müssen wir mal schauen. Schaut es doch selber mal nach, weil wir wollen ja nicht alles spoilern. Eine kleine Frage so am Rande. Das sagen wir jetzt einfach immer, wenn wir es nicht nachgeschaut haben. Ich finde es toll. Genau. Wir haben das natürlich bestens recherchiert und du weißt, dass wir mit diesem Witz gerade unsere Zuschauer vollkommen verwirrt haben. Ja, okay, aber ich meine, ich bin nicht mein Zuschauer. Glück gehabt. Ja. Ich würde nichts verstehen, was die von mir wollen. Ja gut, weiter. Wrath Kitex Siondana. Bei diesem Siondana handelt es sich um einen Prototypen, der für eines der Experimente von Tilraga vorgesehen war und nun für die Tenno-Agenten. Blabla, ihr kennt den Sums, ihr könnt jetzt halt dann irgendwie. Die letzten paar Wörter, das wird's auch noch sagen können. Siondana kaufen. Das ist so im Grenier-Stil. Ja. Das Nachtwächter-Tarnpaket enthält die Nachtwächter-Skins für Eckern Brand, Ugris und Nukor. Die sind im Standard-Design so schwarz-rot. Sehen eigentlich ziemlich verdammt geil aus, muss ich sagen. Ich benutze die ganzen Waffen nicht. Und die Skins? Was? Ja, die Skins benutze ich logischerweise dann auch nicht. Eigentlich die würdest du auch nicht benutzen, wenn du die Waffen benutzen würdest. Auf jeden Fall sieht das aus wie so aus zerquetschten Maden zusammengesetzt. Das gefällt mir. Okay, die Beschreibung war verstörend. Egal. Oh, jetzt bin ich gespannt. Du könntest jetzt voll die Überleitung auspacken, ob du es machst. Voll die Überleitung? Okay. Weil wir schon bei den Skins sind, wäre ich jetzt nicht unsichtbar. Überleitung! Würde ich jetzt zeigen, dass man Skins jetzt auch für Prime-Waffen verwenden kann. Und zwar habe ich auf meinem Paris Prime einen Skin, aber praktischerweise bin ich unsichtbar. Das heißt, man sieht es eh nicht. Hier, jetzt sieht man es. Paris Prime mit dem Zebra-Skin oder so. Oder Zabra, irgendwie sowas. Ja, gehen halt. Zebra wäre doch ein bisschen anders. Er wäre so plüschig. Der würde dann so ein Zebra. Nein, lassen wir das. Einfach so ein Zebra-Fohlen, wo so an die Beine Schnüre gespannt sind und dann so. Die Vorstellung ist witzig, ja. Aber auch irgendwie verstörend. Irgendwie makaber. Auch ein bisschen. So,
Nach Level 40 in endlosen Verteidigungsmissionen. Langweilig. Ja. Gibt es jetzt keine von diesen kleinen, lästigen, befallenen Kriechern mehr. Das sind diese kleinen Flecker, die man in der Mission immer suchen muss. Nice. Weil es langweilig wäre. Die können wir einfach so putz weg ulten. Jetzt hat kommen dafür, keine Ahnung, uralte Unterbrecher, uralte Heiler. Uralte Energieabsauger. Boiler, halt der ganze Spaß da. Das ist ein bisschen fetziger. Uralte Heiler. Ich finde das eigentlich saugeil. Mir gefällt das. Dann machen wir mal weiter mit irgendwelchen tollen News, die sowieso keinen kümmern. Und zwar das... Ich finde das sau episch. Ich meine die Grenier-Feuerwalze, ja, die ist jetzt kleiner. Sau geil. Die haut einen immer noch um, weil man den sowieso gerade am Schnetzeln ist. Sonst hat sich immer auf der ganzen Karte umgehauen, jetzt hat sich nur noch neben dir um. Das ist voll praktisch. Ja, wirklich viel kleiner sind die aber noch nicht. Ich hab's mir auch noch nicht angeschaut. Wir wollen ja nicht spoilern. Genau. Energieeffizienzmods funktionieren jetzt auch für Equinox beruhigen und provozieren. Das ist die dritte Fähigkeit. Butz. Sollte das nicht eigentlich so sein? Schon lange? Schon immer eigentlich? Eigentlich hätte das gar nicht erst sein dürfen, dass sie es fixen. Egal. Egal. Dann gibt's jetzt mehr Unterwasser-Spawn-Punkte auf Auslöschungslevel auf. In Auslöschungsleveln auf Uranus. So rum. Nur zu eurer Info, wir haben viel zu viele Takes gebraucht, um das richtig hinzukriegen. Das war immer noch scheiße. Ihr bekommt aus den Unterwasser-Containern auf Uranus jetzt mehr Oxium, um genau zu sein, 250. Yeah. Und natürlich weiß ich, wie viel das davor waren, ich sag's nur nicht. Weil wir wollen ja nicht spoilern. Genau. Oh, ich finde den Running Gag toll. Mir gefällt er auch. Dann zu Knux. Ja, gibt's halt. Es sind Till Reggers Fiste. Zum Fisten gedachte Waffe. Faustwaffen für Arkwing. Ich glaube, du darfst den Kanal in Zukunft alleine hosten, Alter. Meinst du, es wird schlimm? Langsam wird es merkwürdig, ja. Bedenklich. Es funktionieren jetzt weniger Mods mit erhabenen Klinge. Da ist mir leider was aufgefallen. Ihr könnt keine strahlende Reinheit von dem Skana mehr benutzen. Das ist traurig. Warum habe ich keinen Pfeil? Sind die alle oder was? Also ich sehe da noch drei. Lassen wir das. Im Codex gibt es jetzt einen Eintrag für die Grenier Blunt. Blunt. Ich glaube, das ist Englisch. Das ist mir hässlich. Egal, wir sind deutscher Kanal. Das heißt, bei uns ist auch nicht die Grattler, sondern die Grattler. Ja, bei uns ist ein Grattler. Dann wären wir aber ein bayerischer Kanal. Ist doch wurscht, wir wohnen doch in Bayern. Ja, gut, Spoiler vor dem Wind! Jetzt wisst ihr, wo wir wohnen. Scheiße, die werden uns finden. Mhm. So schnell. Ich glaube, es hat keiner Lust, uns zu finden. Der Thumper von Elytron, das dürfte, wenn ich mich nicht irre, die Ulti sein, kann jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung, mit anderen Thumpern kombiniert werden und macht dadurch bis zu mal 4 Schaden. Also er kann 4-mal kombiniert werden. Hey. Die Dauer des vorherigen Thumpers wird dabei zurückgesetzt und nicht addiert. Ihr kennt doch alle diese tollen praktischen Phantome, die alle irgendwie gleich sind, obwohl es verschiedene Schwierigkeits... Ja, wir haben schon ein bisschen Unterschiede. Und zwar machen die jetzt halt unterschiedlichen Schaden, je nachdem, welches Level sie haben. Natürlich die mit dem niedrigsten Level weniger Schaden. Ich denke, das ist offensichtlich. Ich denke auch. Dann zur Ifrit Kubro-Rüstung. Kubro-Rüstungen, das sind die Dinger, die kein Schwein braucht, die euren Kubro nur noch hässlicher machen, als er schon ist. Ernsthaft. Immer, wenn wir aufnehmen. Die Rüstung hat wie alle anderen Rüstungen logischerweise keinen Effekt. Sieht aber ziemlich cool aus. Das ist die den Kubro am meisten bedeckt. Die hat so ein Flammendesign drauf. Ich finde irgendwie ein bisschen kitschig, aber die Rüstung an sich gefällt mir eigentlich von allen, hätte ich mal gesagt, am besten. Ich mag meinen Kubro aber gerne nackt. Dann freut sich der so, Mann auf die Grenier-Nackkatzen. Die Überleitung! Oh, stopp. Nein, das ist keine Überleitung, das kommt das viel später, oder? Ich weiß gar nicht, ob es noch in diesem Video kommt. Keine Ahnung, ist doch egal. Dann schaut's professionell aus.
schaut überhaupt nicht professionell aus, wenn du eine Überleitung reinhaust, was gar nicht reinpasst. Das ist, als würden wir was erzählen von Unterwasserleveln. Machen wir doch. Und dann sagst du, übrigens, die Steine im Void sehen jetzt besser aus, weil wir gerade bei Steinen im Void waren. Ja, wir labern eh nur irgendeinen Schwachsinn, also... Ist das, ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie herausfinden, dass wir uns den ganzen Kack nur ausgedacht haben. Keine Ahnung. Du weißt, dass du dran bist, Joe? Mhm. Dann gibt's jetzt die Option, um die Warframe-Farm, also logisch, was von dem Warframe, den ihr gerade ausgerüstet habt, direkt auf eure... Den tragt ihr dann so auf den Schultern. Ja. Da gibt's noch ein tolles Bild, so mit Rhino und... und zwar könnt ihr dann die Farben, die ihr auf eurem Warframe ausgewählt habt, direkt auf eure jeweilige Waffe umdingensen, die ihr gerade versucht zu designen. Ist praktisch. Gilt auch für Wächter und Verzierungen, wohlgemerkt. Dann wurde Überleben mal wieder ein bisschen verändert. Yay. Und zwar bringen jetzt persönliche Lebenserhaltungskapseln 7 Sekunden mehr Zeit anstatt... Persönliche Lebenserhaltungskapseln? Nur meine, ihr werdet vergast. Anstatt den vorherigen 6 Sekunden, also 1 Sekunde im Überleben, da kann man durchaus mit anfangen. Eigentlich. Zumindest ein bisschen. Bin schon wieder leicht. Außerdem wurden die Droplaten von diesen verbessert und die Spawnraten von Gegnern außerdem erhöht. Das gibt jetzt ein fettes Gemetzel und Christoph, glaube ich, lässt mich hier schon wieder eiskalt verrecken. Ah, nee, da ist er. So. Hallo. Dann bekommt man jetzt nun 3 Kerne anstatt einen bei endlosen Ruck-Missionen. Das ist sehr toll. Dafür gibt's immer noch T2 Kapschakis bei 60 Minuten. Wir lieben T2 Capture. Abgrundtief. Ach stopp, ich wollte Hassen sagen, tut mir leid. Ja. Dann bekommt man endlosen Wack-Missionen. Wack. Das ist eigentlich auch irgendwie witzig. Endlose Wack-Missionen. Ja, dabei bleiben wir jetzt halt. Gut. Ab sofort spielen wir Wack-Missionen. Falls jemand mitspielen möchte. Ja, man kann da jetzt auch Mutualist ALV-Koordinaten erhalten. Und zwar anstatt den vorherigen Untergehenmassen. Yay. Yay. Dann gibt's neue Droptables für die Container in Wack-Missionen. Ich glaube, jetzt sehen wir es jetzt wirklich durch, oder? Ja, natürlich. Sehr gut. Und wie Christoph vorhin schon erwähnt hat, kann man jetzt den Namen eines Spielers, in meinem Fall Cockle98, Christophs Fall logischerweise Antiquos Hostes. Also ich sehe nicht meinen Namen, ich sehe deinen Namen. Ja, ich sehe deinen Namen, das reicht schon so. Ja, kann man jetzt über den Kopf sehen, genau. Und das ist eigentlich ziemlich verdammt praktisch. Yep. Dann weiß man nicht, welcher der Spaß ist, der die ganze Zeit die Lebenshaltungskapseln aktiviert. Welcher der Pfosten ist, der die ganze Zeit schon am Boden liegt? Ach stopp, nein, das bin eben ich. Dann zu den Syndikat-Primärwaffen, und zwar den Raktor-Kernis für Red Veil, die Sancti Tigris bei New Loka, die Talos Boltor, gibt's von den Arbiters of Hexes, die Sejora Panther, verkaufen dir die Perrin Sequence, die Simoid Gamma Core gibt's viel zu teuer bei Cephalon, Synoid Gamma Core, habe ich das jetzt gerade gesagt? Synoid Simulor geht's viel zu teuer bei Cephalon Suda und die Vacor Hack könnt ihr euch eventuell bei Steam Meridian ergeiern. Wenn das Wort. Ja, bedenkt dabei, die Augen mit Mords funktionieren für diese Waffen nicht. Eigentlich voll traurig. Und yes! Ein Moment des Jubels. Yeah. Yes! Yay. Es gibt Formas jetzt nur noch in einer Rotation im Void. Ich sag nicht, dass das nicht immer noch viel zu viel ist, aber yes. Aber wenigstens nicht jede Runde. Jede Runde 2. Jede Runde 2, na klar. Weil das wird schon wieder, nein, das nicht. Dann wurde die Rüstung von den Grenzland- und Wüstenschlechtern von 300, da fuck, was haben die für eine Rüstung, Alter? Auf 5 gesetzt. Die waren trotzdem immer One-Hit. Das könnte von wenigen Leben kommen. Aber jetzt sind sie noch One-Hit-Together und die Zahlen sind viel höher, ist doch geil.
Ja, Dienen Condi. Christoph, demonstrieren bitte. Unsichtbar. Ja gut, dann. Ach nee, die habe ich jetzt nicht dabei, weil ja, gut, Prime hat so. Guckst du? Hier, Voltor. Das sind diese Kampfklappel-Dinger da. Da wird zeitnah ein Video dazu erscheinen, weil wir professionell sind natürlich. Bald. Das sind Nunchucks im Thanos-Stil. Sehen ein bisschen Grenier-ähnlich aus. Soll aber Thanos-Stil sein. Fuck. Die benutzen die Stance Atlantis Vulcan, welche ihr von den Gardisten bekommen könnt. Die farmt man am besten. Das ist am besten eigentlich nur auf Keres. Und Kasten. Nicht auf Draco. Draco könnt ihr lang spielen. Sehr lang. Aber bei Welle 1000 habe ich gehört, bekommt man es. Genau. Da bekommt man es sicher. Vielleicht. Nee, wahrscheinlich. Sicher. Dann zur Qualität des Voice Chats. Das haben wir ja schon mal erwähnt. Die wurde jetzt verbessert. Ich hab's gehört. Und TeamSpeak. Ich auch. Das ist irgendwie einfacher. Naja, vielleicht hilft es ja jemandem. Ja, die Phobos. Die Phobos auf Skorpion, genau. Die Skorpione auf Phobos. Das Phobos, auch nicht schlecht. Das sind diese Hansköpfe da, die so Dinge getan haben. Die einen mit so dieser Kette da hergezogen haben und dann mit der Machete draufgeklöppelt haben, weil sie es witzig fanden. Ich fänd's auch lustig. Die wurden auf Phobos. Ach, stopp, nein. Die gibt's jetzt anstatt Regulatoren auf Phobos. So, das heißt, ihr findet jetzt keine von diesen hässlichen, nervigen, fliegenden Drohnen da mehr auf Phobos, sondern nur noch so hässliche, nervende, ziehende Skorpione. Yay. Um die Belohnung einer Operation zu erhalten, benötigt man nur noch 3 Abschlüsse. Yes! Das ist auf jeden Fall... Danke dafür, danke dafür. Das war definitiv notwendig, weil ich habe keinen Bock, 5-mal scheiß Wreck Survival 10 Minuten zu spielen, nur weil ich einen Fehler dran möchte. Das ist nicht Wreck Survival. Das ist eigentlich eher so irgendeine Mission auf der normalen Ebene. Ja, wir sind meistens Infizierte. Außerdem, die Infizierten sind schon immer 3. Stimmt, die Infizierten waren schon immer... Egal. Ja, ich glaube, die Runde überlebe ich nicht. Aber jetzt sind wir beim letzten. Oh, nice. Vulclock, diese Waffe war immer as fuck. Das ist die Waffe des Wächters. Drieger. Die macht jetzt weniger Schaden, hat eine geringere Feuerrate, eine geringere Genauigkeit. Wurde eigentlich neulich erst wieder hochgesetzt? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Kann sein, dass der jetzt wieder bei 100% ist. Glaube ich sogar fast. Also doch keine geringere Genauigkeit. Und eine höhere Chance auf den Blitzbrock. Das ist eigentlich auch ziemlich geil, muss man sagen. Aber ich fand den Schaden ganz gut. Außerdem weniger Crit-Chance und weniger Crit-Chance. Ich mag Wächter. Kubros. So, dann habt ihr uns jetzt vielleicht doch nicht. So lange hat es keiner angeschaut. Wahrscheinlich eher nicht. Mehr. Falls trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich... Wir hatten doch vorhin das Thema Running Gags, oder? Running Gags oder was? Hab's vergessen. Falls mir das Video gefallen hat, lasst uns bitte ein Like da. Ah, stimmt, da war ja was. Wenn ihr uns unterstützen wollt. Das ist aber schon echt lang her, muss ich zugeben. Das ist saulang her, aber immer noch witzig. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao. Sorry, dass es sich so lang gezogen hat. Und sorry, dass wir ein bisschen hinterherhinken. Wir tun wirklich unser Bestes. Tschüss.